So, willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales in der Dunkelheit. Wir werden nun hier fühlen. Mal sehen, was wir dort finden. Das ist ein Ding. Etwas Metallisches. Hier ist eine Art rauer, dicker Stoff. Und Gummi. Keine Ahnung, was das ist. Wer weiß, was das ist. Erkunden wir. Nee, tasten wir das Ding mal ab. Das Ding ist zu groß und schwer, um es zu bewegen. Und es scheint keine losen Einzelteile zu geben. Tja, so ist das mit den Dingern. Erkunden wir das Schwarz hier. Ah, Geister oder... oder so etwas Ähnliches. Wahrscheinlich hier etwas Ähnliches. Hm. Oder irgendein Stoff. Vielleicht ein Umhang? Hilft mir zumindest nicht weiter. Dann untersuchen wir die Flüssigkeit. Was hat es damit auf sich? Das ist irgendeine stinkende Flüssigkeit. Riecht scharf und ätzend. Das ist Okay. Da können wir also was machen damit. Versuche dein Glück dort. Etwas Hartes. Hölzernes. Vielleicht sind es Knochen. Lebendige Skelette, die... Vielleicht ist es einfach nur Holz. Hm. Oder das. Versuchen wir es mal dort. Etwas Kaltes. Aus Metall, glaube ich. Wie eine Kugel mit runden Erhebungen. Einige Stellen an diesem Ding sind aus Glas, wie es scheint. Ja, dann nehmen wir das mal. Es ist ziemlich schwer. Aber es ist hohl. Auf einer Seite befindet sich eine Öffnung. Es ist also eine Art Gefäß. Vielleicht eine Lampe. Oh, ein Helm. Okay. Dann füllen wir das mal mit Flüssigkeit. Dann haben wir schon mal... Öl in einer Lampe. Ich habe das Gefäß mit stinkender Brühe gefüllt. Gefäß mit stinkender Brühe. Betaste ein Ding. Oh, das ist bestimmt Ivos... Ja, weich und warm. Wie ein mit Fett gefüllter Sack. Ich bin das. Warum bist du so weich? Du hast doch kaum Fett auf den Rippen. Das sind nicht meine Rippen. Oh. Würdest du jetzt bitte deine Hände wieder wegnehmen? Entschuldigung. Oh, was? Ist doch... Das ist Ivo. Und es gibt keinen Grund, sie wieder anzugrabbeln. Ach doch, doch. Ivo, Ivo. Das ist Ivo. Und es gibt keinen... Okay, genug davon. Das ist natürlich... Na, das macht man nicht. So, betrachte das Nichts. Ja, eine vertrocknete Leiche. Ihre Haut ist wie Papier und... Es ist ein Karton. Die Leiche war auf der anderen Seite, mein Freund. Nehmen. Hab ihn. Ja, öffnen. Schauen wir, was drin ist. Hm. Im Karton sind kleine Schachteln. Leuchtequallen aus der Dose. Und in den Schachteln sind trockene, eckige Dinger. Fühlt sich etwa an wie getrocknetes, zu Würfeln gepresstes Gras. Vielleicht sind das ja... Es riecht ein wenig wie in Seefeld. Nach Meer. Ozean. Das kommt mir bekannt vor. Hm. Jetzt weiß ich es. Es sind Trockenquallen. Leuchtquallen werden getrocknet in kleinen Kartons angeliefert. Hast du gerade die Qualle angeleckt? Nein. Nein. Woher weißt du, wie Quallen schmecken? Das ist meine Sache. Genau. So, komm, ab in die Flüssigkeit damit. Ich stelle das Gefäß hier ab und lege eine Qualle hinein. Du, Ivo? Ja? Ich glaube, das war kein Gang. Was du nicht sagst. Saubere Arbeit. Ich finde, wir sollten schleunigst hier raus. Nicht ohne das da geholt zu haben. Ein Schatz. Eine Truhe. Eine Schatztruhe. Hey. Du meinst... Allerdings. Das Artefakt des Schicksals. Es wird nicht nur vom Monster bewacht. Es ist im Monster. Holen wir es. Okay. Ein Säuresee? Oh, oh. Das ist irgendeine ätzende Säure. Ich weiß nicht, wie tief der See ist. Und ich will es auch gar nicht wissen. Durchwarten kann man zumindest nicht.
Außer natürlich, man hätte einen Taucheranzug. Ich kenne diese Dinger. Damit kann man unter Wasser atmen. Opa hat mit so etwas Bomben an Rümpfen orkischer Galeeren befestigt. Leider gingen die Zündschnüre immer aus. Ja, voll der gute Opa. Der hatte es voll drauf. Da ist ein Koffer. Ein hübscher Koffer, gefüllt mit allerlei teuren Kleidern. Spitzen, Seide, lange Unterhosen. Nur das Beste. Lange Unterhosen. Die Sachen passen mir nicht. Eigentlich schade. Unter meiner Zauberrobe weht manchmal ein ganz schön kühles Lüftchen. So, wir erforschen erstmal die Gegend so. Betrachte die Leuchtquelle. Nein, die war mir nicht dran. Alles hängt im Sack. Da müssen wir dann rüber. Okay. Hm. Vielleicht könnte ich das Fass als Boot benutzen. Aber dafür fehlt mir ein Paddel. Ich kann ja schlecht mit den Händen rudern. Okay. Und da? Die Qualle sieht alles andere als glücklich aus. Kein Wunder. Magensäure ist nicht der bevorzugte Lebensraum für Leuchtquallen. Aber Ivo hat ja zum Glück ein Paddel. Hallo Ivo. Betrachte die menschliche Monstrosität. Menschen sind berühmt für ihre alberne Kleidung. Aber das ist einfach nur lächerlich. Das ist ein Small Daddy. Ich kann nichts erkennen, was uns weiterhelfen würde. Sicher? Ich schon. Oh, da ist ein Koffer. Ein Koffer mit Menschenkleidung. Zu fein für Abenteurer. Vielleicht ist ein Handelsschiff auf die Felsen vor der Insel gelaufen und der gehörte einem Passagier. Vielleicht. Ich würde so etwas nie anziehen. Lange Unterhosen. Pff, wer trägt denn sowas? Das ist Magensäure. Anschauen. Magensäure? Eine ganze Menge. Sie kann einen Menschen in Minuten auflösen. Und dem Geruch nach zu urteilen, ist das schon einige Male vorgekommen. Okay, dann haben wir hier Leuchtquallen. Wir Elfen benutzen in Kristallfiolen eingefangenes Mondlicht zur Beleuchtung. Aber in dieser Situation tut es wohl auch so eine Qualle. Okay, und das Holzfass, benutzt es. Oh, sogar ohne Paddel? Das wäre das. Super, jetzt ich. Ich denke, wir lassen uns für dich etwas anderes einfallen. Betrachte das Horn. Oh, hier ist ein Horn, okay. Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Es ist eine Art Musikinstrument. Die wilden Menschen in den Bergen benutzen so etwas. Alter, was ist das für ein Ding? Betrachte den Apparat und Grammophon. Hey. Das ist etwas Gnomisches. Das heißt, es ist gefährlich und wird höchstwahrscheinlich keinerlei sinnvolle Funktion haben. Hallo, die Goblins haben alles. Ich fasse nichts an, was von einem Gnom gebaut wurde. Hey. Gnome sind voll die Checker. Die haben es voll drauf, Mann. So. Die Truhe scheint diese Öffnung in der Wand zu verstopfen. Vielleicht ist sie angesaugt worden. Tja, dann ziehen wir sie mal raus. Ich bekomme sie nicht raus. Sie hat sich festgesogen. Da ist ein Loch. Das Arschloch. Es stinkt ekelerregend aus dem Loch. Tatsache. Scheint mir eine Art Abfluss zu sein. Lecker, lecker, lecker. Als ob. So, dann blasen wir mal ins Horn. Ich meine, du machst doch bestimmt gerne Musik, du bist eine Elfe. Kein Interesse. Blas da rein. Na los. Kein Interesse. Wirst du wohl. Kein Interesse. Vermaledeites Weib. Oh, das ist ein Brett. Kein Interesse an dem Brett. Ein Holzbrett. Es ist ungefähr einen Meter lang und läuft nach oben spitz zu. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben ja gar keine Paddel mehr. Hier, das könnte er als Paddel benutzen. Gib's an Wilbur, los! In solchen Situationen sollten sie eigentlich ein geteiltes Inventar haben. Danke! Danke! Es ist mein Brett. Los, benutzt das Holzfass, um rüber zu rudern. Für Ivo ist jetzt zwar nicht mehr genug Platz im Fass, aber ich sollte trockenen Fußes ans andere Ufer kommen.
So, sehr gut. Warum zersetzt es eigentlich nicht das Fass, die Magensäure? Okay. Dann, was haben wir hier? Zieh die Schatztrümmer raus. Das ist zu hoch für mich. Da ist ein Loch. Das stinkt wie... Wie... Naja... Nicht gut halt. Nom 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 nom. Ich werde doch nicht in so ein Loch hinabsteigen. Ach komm, wir müssen das hier raus. Das muss jemand anderes tun. Nö, schon in Ordnung, Wilbur. Mach mal. Aber, Elfen haben einen besseren Orientierungssinn. Ja, da hat er recht. Du bist viel kleiner als ich. Du kannst dich auch durch enge Gänge zwängen. Aber ich... Nun mach schon. Du willst doch ein Held sein. Ich hätte es sofort getan, wenn mich jemand gefragt hätte. Ach. Nein, nicht. Also gut. Okay. Ist das eklig. Der Deckel eines Holzfasses. Okay, es ist schön, was er alles macht, ne? Oh, ein Musikrätsel. Das ist total geil. Yay. Rock'n'Roll, Bitch. Du hast überall alles verpasst. Eine geisterhafte Erscheinung im Spiegel. Sprich mit dem Spiegel. Ich brauche Hilfe. Das wird dir helfen. Huch, die Stimme kommt mir bekannt vor. Nimm das Seil. Ein starkes Seil. Noch gut im Schuss. Zeit, den Rückweg anzutreten. Nur wie? Ah, verstehe. War ja nicht schwer. Wirf den Felsbrocken auf die andere Seite der Wippe. Höpp. Und? Wie war's? Normal. Total geiles Abenteuer. Normal. Sieht aus wie eine gigantische Tröte. Vielleicht haben die Riesen sie gemacht. Blase hinein. Tja. Nochmal. Das klappt nicht. Betrachte mal den Apparat. Papa hat Mama so ein Ding geschenkt. Man legt Schiefertafeln auf diesen runden Teller und setzt dann vorsichtig die Nadel auf die Scheibe. Man hört dann, wie eine Nadel über eine Schiefertafel kratzt. Ein fürchterliches Geräusch, das von dem Rohr da noch verstärkt wird. Geil. Das Ding ist mir zu unhandlich. Ich nehme nur den Lautkratzer mit. Okay, den da mal reintun. Das zu verstärken. Ich habe kein gutes Gefühl, da jetzt reinzublasen. Tja, der ist kaputt. Ein wirklich schönes Stück Technik. Natürlich wurde es in der Gnomengemeinschaft begeistert aufgenommen. Schließlich macht es Krach. Aber ich würde mir wünschen, dass es auch mal andere Töne von sich gibt. Ja, da muss die Technik sich noch ein bisschen weiterentwickeln, mein Freund. Da oben hängt auch die Skeletthand raus. So, dann ruder mal wieder rüber. Ich hab da nämlich schon einen Plan, wie wir sie beide rüberkriegen.